Meine Freunde, Electro Callboy und Baby Metal haben einen Song zusammen rausgebracht und ich bin jetzt wirklich hyped AF. Ja, Baby Metal, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, gehört, mit Bring Me auf Kingslayer und ich bin so gespannt, wie die jetzt auf Electric passen werden oder Electric auf Baby Metal. Leute, wenn der Content gefällt, lasst mir doch gerne wirklich ein Abo da, lasst mir doch gerne einmal ein Like da, unterstützt auch die Bands, ja, beziehungsweise einmal auf das Originalvideo draufgehen, gerne, Link in der Description, lasst da mal ein bisschen Liebe da und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ey, ich bin sowas von gehypt. Endlich ein neuer Electric Callboy Song. Und ich würde sagen, I'm ready. Nico, was ist los, Alter? Ich habe gedacht, das wäre eine Disco-Kugel, aber das ist korrekterweise eine Disco-Kugel auf Nikos Kopf. Sky turns red up above. I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hands don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try to make you feel that vibe. Ohne Witz, es passt jetzt schon so gut. Es passt jetzt schon so gut. Ich bin ehrlich gesagt, durch die ersten paar Sekunden, ich meine, Nico hat eine Stimme, ja, eine Engelsstimme mit der Disc. Kevin, ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert, weil die ersten paar Sekunden so, so gut sind von der Melodie her. Melodisch ist es wirklich geil. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hands don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try to make you feel that vibe. When it goes der sagen, passt perfekt. Ey, wie gut passt Baby Metal auf Electric? Ganz ehrlich, als Electric angefangen hat mit so I Am Above, dann muss ich denken, so ist da relativ so ein Inflames-Song. I Am Above, oder? Ist doch so ein Inflames-Song. Irgendeiner war es. Auf jeden Fall, ey, super schöne Melodie. Die ersten paar Sekunden. Ey, Kevin, geiles Outfit. Nico, geiles Outfit. Generell die Band so. Und Baby Metal passt sau gut. Es sieht aus wie so ein, ich hätte gerne das Skin, das Transmog, meine ich, von Baby Metal. Oder? Als alter Gamer hätte ich ohne Witz gerne das Transmog-Set. Das sieht mal richtig geil aus. Wie geil, sie denken sich einfach, anyway, wir machen einfach mal mit. Ich weiß, dass Baby Metal drei Mädels sind oder so, aber ich kenne ehrlich gesagt aus ihrer Diskografie, aus ihrer eigenen Schande über meine Haupt echt gar nichts. Aber es macht irgendwie Fun. Und wie gesagt, die Kostüme, die Outfits, auch hinten mit den Neon-Lights und so, das erinnert mich so ein bisschen an, was war's, Hyper Hyper, mit der jungen Dame vom Ferrari. Die Choreo ist krass, übelst nice, oder? Oh,
Das erinnert mich, wie hieß der Film? Sphere oder so, ne? Irgendwie diese Sphäre im Raumschiff, das war ein krass geiler, ich finde, das ist so ein Horror-Sci-Fi-Film. Das habe ich gerade voll dran erinnert. Das sieht mega schön aus. Auch ich liebe es cinematografisch. Ich weiß nicht, waren da die Shiloh Brothers wieder am Werk? Guck mal, das ist ja fast wie bei mir hier mit meinen Outlines und Überrandungen hier um die Cam und so. Aber ich finde diese Neonfarben echt schön, ja. Nico. Wow. Okay, was kommt? Kommt ein Groove-Down, ein Breakdown? Kommt jetzt irgendwie ein, explodieren wir jetzt? Was passiert jetzt? Ich hoffe, es kommt so ein kleiner Breakdown. Wäre geil. Der Song ist ein cooler Party-Track, auf jeden Fall. Das ist safe ein Party-Track. Es macht Spaß zu hören. Er hat die Melodien drin. Ich finde es cool, dass eben Nico zur Geltung kommt. Dass aber auch, wie gesagt, Baby-Metal komplett zur Geltung kommt. Das ist wirklich so ein homogenes, wirklich 50-50-Ding. Also ich finde nicht, dass jetzt irgendjemand von den beiden Bands einen Überhang hat oder einen Überhangsmandat, ja, passend zur Wahl. Will das Falsche. Spaß beiseite. Keine Stimme für Nazis. Sorry, ich muss es einfach mal unterbringen. So. Ich finde trotzdem, dass es so ein schöner Song ist. Sogar der Breakdown ist 50-50. So ein geiler Ohrwurm, das ist so ein Prescher, das Ding, das ist wirklich so ein krasses Brett. Everybody's getting drunk? Now everybody's getting drunk. Shiloh Bros, komm mal her. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, der Track hat mir richtig gut gefallen. Das war ein richtig krasses Ding, ein Banger von den Jungs. Ich habe mich so gefreut, dass einfach ein neuer Song jetzt draußen ist. Und gerade die letzten paar Sekunden... Das ist natürlich auch krasse Power-Stance hier, oder? Guck mal hier, das ist mal crazy. Also ich finde, Baby-Metal schaffen es wirklich so krass, sich so zu positionieren, dass man sagt, so man mag das einfach, weißt du? Also ich bin mit dem Genre beziehungsweise mit der Band bin ich jetzt noch nicht so warm geworden. Einfach, weil ich so relativ wenig davon gehört habe jetzt. Aber wie gesagt, Kingslayer haben die Mädels mir extrem gut gefallen. Und ich dachte so, passen die so zu Electric Cowboy? Auf jeden Fall safe passen die. Und ich finde die Choreografie richtig schön. Ich finde, wie gesagt, einfach das Video, wie das gedreht ist und so. Das ist eine Mischung aus Wrecking Ball und hier Disco-Kugel. Ich finde das geil. Die Disco-Hats. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Song hat mir richtig gut gefallen. Schreib mir doch gerne mal in die Comments, wie dir der Song gefallen hat, meine Freunde. Electric Callboy, Baby Metal, ratatatata, fand ich wirklich ein extrem geiles Ding. Ohne Scheiß, muss ich da wirklich sagen.
wirklich ein richtig cooler Party-Track, aber es passt irgendwie zu denen auch, ja. Also es ist wirklich, ohne es sich zu verstellen, ohne Kompromisse irgendwie. Mir hat es gut gefallen, dass am Anfang die Melodie reinkam mit Nico, irgendwie voll schön. Ich habe gedacht, oh, es ist toll. Baby Metal kam auf so einen Track und ich habe gedacht, oh yes, das macht richtig Spaß, ne? Also so ein Track, der Laune macht, der auf jeden Fall Bock irgendwie da, Bock drauf macht, das auch live zu hören, wie das Ganze dann abreißen werden. Also ich bin wirklich gespannt, aber ich hätte voll Bock, den mal live zu sehen. Und ich frage mich auch gerade, wie machen die das live eigentlich, weil Baby Metal ist ja safe nicht on Tour jedes Mal dabei, oder? Aber es wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte. Live definitiv ein richtig cooles Ding, könnte ich mir gut vorstellen. Also in diesem Sinne, meine Freunde, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie dir das Song gefallen hat. Lass mal gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da. Einmal auf die Glocke schalten, nichts mehr verpassen. Und Electric Callboy, Liebe geht raus. Baby Metal, Liebe geht raus. A-Squad, Liebe geht raus. Bis zum nächsten Video, meine Freunde, euer Andi. Bis dann.